Hallo ihr Lieben, so heute gibt es mal einen Vlog aus der Küche, ohne zu kochen. Und zwar möchte ich mir, oder ich möchte meinen Kanal ein bisschen erweitern. Ich möchte ein bisschen, dass da mehr dazu kommt. Also Vlogs jetzt nicht nur im Wald oder auf dem Berg, im Schnee oder am Strand, sondern Vlogs von zu Hause, die man so täglich hochladen könnte, indem man einfach ein bisschen quatscht über dies und das und selbiges. Was einen so bewegt, was man so gemacht hat. Also ich möchte hier keine Kinder vorstellen, meine Kinder sind erwachsen, die sind 26, 28 und 30. Ich bin ja dann schon ein etwas älteres Semester und würde gerne mit meiner Community mehr so ja, in Kontakt treten, weil ich doch gemerkt habe nach diesem Schlaflos in Deutschland Video, dass die Kommunikation doch sehr aktiv war auf dem Kanal, ihr untereinander, ihr mit mir. Und es geht ja auf YouTube nicht nur um irgendwelche Produkte, die man vorstellt, sondern auch um Unterhaltung. Und jetzt nach anderthalb Jahren könnte man ja das Spektrum ein bisschen erweitern auf dem Kanal. Also was habe ich heute gemacht? Ich war zum Beispiel beim DM einkaufen und habe einen Riesenhaul gemacht. Und zwar mit einem Produkt. Ich habe ein Produkt gekauft, eine Glasfeile. Ich halte sie mal in die Kamera. Eine Glasfeile von Ebelin, weil mir diese Glasfeilen im regelmäßigen Abstand oder in regelmäßigen Abständen immer runterfallen. Ich denke jedes Mal beim Fallen, bitte fall nicht runter, und sie fällt runter dann auf die Fliesen im Bad und ist natürlich kaputt. Also eine Feile musste her. Dann habe ich in dem Douglas-Heft, ja, das kriege ich immer so zugeschickt, einen Artikel über diese Edelsteinroller gesehen und war doch sehr erstaunt, dass diese Edelsteinroller, der aus Jade zum Beispiel kostet 24,99 € und aus schwarzem Jade 36 € noch was. Das fand ich echt heftig und habe sofort an meinen gedacht, den ich damals bei Amazon mir bestellt habe. Dieses Teil kam in diesem Säckchen geliefert und sehr schöne Gesichtsmassage für zu Hause, also Wellness für zu Hause, immer vom Gesicht weg. Und da sich ja viel auch um Hautpflege dreht, nicht nur so sehr ums Schminken in diesem Jahr, es geht um ein gesundes, tolles, strahlendes, natürliches Hautbild, dürfen diese Dinge eigentlich nicht fehlen. Also ich verlinke euch das gerne nochmal, 10 €, ist ein tolles Teil, kann ich wärmstens empfehlen. Dann war ich bei Sarah und habe mal geschaut, was es so modisch Neues gibt. Ja, es war doch noch ein bisschen winterlich, aber die hatten auch Ausverkauf und da habe ich mir 2 Teile gekauft. Einmal einen Rock, der hat mal 69 € gekostet. Ich halte ihn jetzt mal hier und ich blende es gleich nochmal ein. So ein längerer Rock mit so einem Volant unten, geht bis übers Knie für 9,90 €. Also da konnte ich nicht widerstehen. Und eine Tunika finde ich sehr schön am Strand. Gestreift, rot-weiß, geht auch bis über das Knie, hat unten so ein, wie so ein Schlitz. Ich blende es gleich ein. Also für 20 € habe ich mir im Prinzip Sachen gekauft, die regulär, warte mal, 110 € gekostet hätten. Das ist der Wahnsinn. Also manchmal hat man Glück, die hatten natürlich auch viel Mist, also was schon im letzten und im vorletzten Jahr da hing. Aber wenn man ein bisschen Geduld hat und ein bisschen schaut und wenn es nicht so voll ist, dann kann man durchaus noch ein paar nette Teilchen finden. Ja, dann habe ich mir einen griechischen Bergtee bestellt in der Apotheke, weil mir eine Followerin auf Instagram den Tipp gegeben hat, nimm doch mal griechischen Bergtee, um besser schlafen zu können. Und dann habe ich mir das Teil bestellt in der Apotheke und lese mit Entsetzen, dass das so ein Energieträger ist. Also der ist für alles Mögliche gut. Ich zeige euch den mal in die Kamera. 6,99 € kosten 75 Gramm, ist ein loser Tee und wird schon seit der Antike getrunken in Griechenland. Und hat so allerhand gesundheitliche, positive Nebenwirkungen. Aber von beruhigend, besser schlafen stand da nichts. Nun denn, also Energie für den Tag. Das wäre ja blöd, wenn ich die nachts trinke und dann stehe ich im Bett. Ist auch doof, ne? Also ich werde den mal ausprobieren und mal sehen, welche Wirkung der bei mir hat. So, das war's. Nee, beim Bärchentreff habe ich mir noch solche, ich rasche mal, ja, so eine Tüte gekauft. Das ist Suchtgefahr, dieses Erdbeergeschmack in Erdbeer-Rhabarber. Also das ist mein Favorit, diese Tüte. Der Rhabarber-Geschmack schmecken fantastisch und wenn ich die einmal aufgemacht habe, ist sie innerhalb von 2 Tagen verputzt. Ich mir vorstelle, dass ich dann so wie viel Gramm da drin, 500 Gramm, wenn ich die im Bauch habe. Ist ja der Wahnsinn. So, also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das
gut fändet. Also wenn wir sowas starten, so ein Projekt hier, einfach Vlogs every day. Wie heißt das auf YouTube? Follow me around. Also gut, ne, dann werdet ihr überall mit hingenommen, wird viel gezeigt. Ja, im englischsprachigen Raum ist es ja sehr aktuell und wird gerne gesehen und verfolgt. Und schauen wir doch mal, was das hier wird. Natürlich bleiben die Beauty-Videos da, da ändert sich nichts. Im Gegenteil, ich möchte sogar noch eine neue Rubrik starten, einfach Make-up-Basics, die man so in den Alltag mit einbaut, also so Schminkroutine. Nicht nur also Looks, sondern einfach so. Zum Beispiel hatte ich mir als nächstes Thema den Highlighter vorgenommen. So, und das werde ich euch dann demnächst präsentieren. Nochmals, schreibt mir bitte gerne, was ihr davon haltet. Normalerweise muss ja ein YouTuber selber wissen, was er macht, ne? Ohne mal großartig seine Community zu fragen. Aber ich finde das schon schön, wenn man auch die Community mit einbezieht. Und hey, was möchtet ihr gerne sehen? Zumal ich festgestellt habe, dass solche Gesprächsvideos eigentlich sehr gerne geschaut werden, die Resonanz sehr groß ist und da eine wirklich große Aktivität auf dem Kanal, also unter den Kommentaren ist oder bei den Kommentaren ist. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.